Wir gehen heute tatsächlich in Schocki-Männer. Nein, Weihnachtsmänner. Wir sind hier in Rot. Hinter mir ist Eschbach Schokolatier. Ausschuss kann man hier eigentlich direkt essen. Frisch abband. Gut. Wir gehen Weihnachtsmänner produzieren. Sowie auch die legendären Kirschblüten und Likörstängel von Eschbach. Das ist genau mein Ding. Also, let's go. Gehen wir rein. Ja, voilà. Hoi, Samuel. Gleichfalls, hoi. Morgen. Okay, Samuel. Und schon gespannt. Ja, sehr. Wir machen gerade zuerst eine Hygieneschule, ja, dass ihr auch ein bisschen wisst, ja, was so ein bisschen unsere Anforderungen sind bei uns in der Lebensmittelindustrie. Ja. Ihr könnt mal hinsitzen und ich lasse mal einen Kaffee raus. Nur wenn man einen Tag als Schokoladier geht, darf man auch morgen früh schon Schokolade essen. Schokolade. Es gibt kein Land in Europa, das einen grösseren Schokoladekonsum hat pro Person als wir. Darum wollte ich heute herausfinden, wie die Schoki, die wir täglich essen, produziert wird, wie viel automatisiert mit Maschinen hergestellt wird und was alles noch Handarbeit ist. Und ob das wirklich ein Schoki-Job ist. Ich durfte auch drei Sachen versuchen, selber zu produzieren: Likörstängel, Riesenblüten und Weihnachtsmann. Und sie hat mir gesagt, wenn ich alle drei Sachen schaffe, bekomme ich ganz zum Schluss ein mega spezielles Geschenk, das sie extra für mich vorbereitet haben. Wie viel Schoki essen wir heute? Nummer 2. Peter, Kevin, ich heiße euch herzlich willkommen bei der Eschbach Schokolatier. Mein Name ist Samuel Bischoff, ich bin zuständig für das Qualitätsmanagement bei der Eschbach Schokolatier und du eben auch Mitarbeiter in der Schule. Wir haben natürlich verschiedene Verordnungen und Normen, wo wir uns daran orientieren und uns daran halten. Dass wir in die Produktion rein können, müssen wir super gepflegte, kurz geschnittene und unlackierte Fingernägel haben. Ich glaube, das ist bei uns kein Thema. Wie tun wir die Hände richtig waschen? An jedem Lavabo hat es eigentlich einen Seifenspender, den die Hände reiben auf der Oberfläche, zwischen den Fingern nicht vergessen. Geht etwa 20 bis 30 Sekunden, dann mit warmem Wasser abspülen, abtrocknen und am Schluss noch desinfizieren. Die Hände und die Unterarme müssen schmuckfrei sein. Achtet bitte auch darauf, dass eure Haare unter der Kopfbedeckung unten sind. Ihr könnt dann noch von uns Arbeitskleidung über die bitte super anlegen. Ich hoffe, ihr habt kein Erdnussprodukt dabei, weil die sind bei uns in der Produktion oder im ganzen Gebäude verboten. Aus. Erdnüsse sind sehr aggressiv, allergen, das heisst, sie können schon bei geringsten Spuren zum aphylaktischen Schock, also bis zum Tod führen. Und darum haben wir uns entschieden, um es aus dem ganzen Gebäude eigentlich zu verbannen. Das wäre es eigentlich mit der Theorie schon gewesen. Ich hoffe, es ist verständlich und falls du noch Fragen hast, ungeniert fragen. Die Produktion runter und einmal ja, anfangen zu arbeiten. Sehr gut. Ist gut. Ja, tipptopp. Das ist der Salomon. Er hat mir die verschiedenen Schritte erklärt. Salomon. Als erstes habe ich einen Holzkasten gefüllt mit dem weißen Puder, wo eine Mischung zwischen Mais und Weizenstärke ist. Im zweiten Schritt muss man den dann ganz sauber abstreichen. Was einfacher aussieht, als eigentlich ist. Oder nicht? Zum Beispiel, schau, wenn du diesen Puder wieder alles weggeben, was ihr nachher schaut, machst du trocken, oder? Nachher wieder hier. Im dritten Schritt ist dann der Holzkasten auf ein Förderband draufgekommen, wo es im Anschluss gestempelt wird. Das gibt dann schlussendlich auch die Form für unsere fertigen Stängel. Und die werden mit einer flüssigen Zucker-Alkohol-Mischung aufgefüllt. Und manchmal viel, manchmal wenig. Ja. Zwischendurch haben wir natürlich auch selber müssen schauen, dass sie stärker bleiben. Okay. Das Ganze bleibt dann für einen Tag lang so gelagert, damit sie austrocknen können. Aus diesem Grund haben wir mit den Stängeln von gestern weitergemacht. Also jetzt sind wir eigentlich am Auspulveren von diesen ganzen Stängeln. Die sind jetzt 24 Stunden am Austrocknen. Die werden als nächstes gekehrt und dann wieder alles von Hand aus dem Puder rausgeputzt. Was ein mega sensibler Prozess ist, weil die Stängel etwas zerbrechlicher sind als ein Ei. Das ist jetzt im Prinzip ein unüberzogenes Stängel. Aber es ist flüssig in der Tag. Im letzten Schritt werden sie dann mit Schoki übergossen, verpackt und sind bereit zum ausgeliefert werden. Da werden wir jetzt in der Konfiserei. Das ist Patricia. Sie zeigt mir jetzt, wie man die bekannten Krisenblüten von Eschbach macht. Als erstes haben wir die Form vom Schokiboden draufgeklopft. Für die weitere Schicht haben wir dann die Schokimasse verteilt. Oder ich habe es zumindest probiert. Das würde ich eigentlich selber so verlassen. Nachdem ich dann das ein paar Mal geübt habe, habe ich dann als nächstes Biscuit zugeschnitten, wo als nächste Schicht dann draufkommt.
Da sollst du ein Video machen, wie er Zeug am Schnauzen ist. Dann haben wir das Ganze mit so einem speziellen Roller gelöchert, damit es dann im Anschluss die flüssige Zucker-Alkohol-Mischung auch aufnehmen kann. Die haben wir dann ganz draufgeleert und überall sehr gut verteilt, damit es richtig aufgesogen wurde vom Biskuit. Für die letzte Schicht ist dann nochmal eine spezielle Mischung draufgekommen. Und wie sagt denn der, der Ganache. Ganache. Eine Mischung mit Alkohol, Schoki. Also jetzt haben wir schon Alkohol gegeben? Ja. Ganz zum Schluss, nach ein bisschen Warten, werden dann Krieseblüten mit einer Wasserstrahlmaschine in ihre viereckige Form geschnitten. Jetzt kommt der finale Schritt. Jetzt tun wir sie noch mit Schoki überziehen. Machst du schon super. Bevor werden sie jetzt noch abgekühlt und nachher werden sie verpackt. Genau. Dann können sie eigentlich geniessen. Genau, es ist genau so, ja. Nachdem ich meine ersten eigenen Krieseblüten selber probiert habe, haben wir dann natürlich auch ein paar Müsli ins Büro gebracht, um zu probieren. So, wir hätten dann noch selber zusammen gemachte Krieseblüten. Ein Müsli. Wow. Ja, jetzt musst du fast. Bei mir seid ihr immer noch. Hey, danke. Frisch Abband, vor etwa 30 Sekunden. Hervorragend. Als nächstes gehen wir jetzt in die Schoki und dort machen wir zusammen einen Samichlaus. Endlich. Die letzte Aufgabe, wo ich glaube, jedes Kind würde sich darüber freuen, mal einen eigenen Samichlaus zu machen. Eschbach Chocolatier produziert neben den Weihnachtsmännern auch Osterhasen. Insgesamt produzieren sie 1,6 Millionen Osterhasen. Hure viel. Für die einfachen Formen haben sie sogenannte Schminkroboter, die kleinen Details wie Augen und Ohren ausmalen. Aber es werden auch noch sehr viele Formen komplett von Hand ausgemalt. Das sind nur die einfachsten Formen, die man mit dieser Maschine schminken kann. Im nächsten Schritt kommt dann die flüssige Schokoform und wird dann durch die Vibration an alle Stellen möglichst gleichmäßig verteilt. Aber Ecke und die Ohren füllen oder so füllen. Ja, über die Augen. Super. Gut. Wieder runter, retour. Links und rechts, dass sie wirklich schön rausläuft, Schokolade überall. Und immer schön in Bewegung behalten, weil sonst hast du dann auch eine andere Wanddicke. Wir sehen jetzt kein Luftloch, das ist sehr gut. Hier auch kein. Das hebt, kannst du dahinter hängen. Ganz zum Schluss werden sie dann mit einem Magnet an dem Apparat befestigt, wo die Hasen dann abkühlen. Und beim Samichlaus ist eigentlich der Prozess genau gleich. Also zuerst schminken, dann mit flüssiger Schoki befüllen. Gut, perfekt. Und zum Schluss auch wieder durch die Vibration die Schoki überall gleichmäßig verteilen. Sieht sehr gut aus. Als jemand, der selber auch gerne Schoki isst und Osterhasen bei mir selber meistens nie länger als einen Tag überlebt, bin ich beeindruckt, wie viel Handarbeit und Liebe zum Detail hinter dieser ganzen Sache steckt. Danke Samuel und dem ganzen Team von Eschbach Chocolatier für den spannenden und feinen Einblick. Also, du hast dich wirklich als Chocolatier bewiesen. Vielleicht findest du auch Freude daran. Ist es, erstellt also Ehrenschokolatier. Wenn da mal der Content ausgeht, wir können immer Leute brauchen.